Hallo zu einem kurzen Review der BlackBerry Playbook Kunstledertasche. Gibt es bei Amazon, ist seit kurzem lieferbar. Und schauen wir mal, was es damit auf sich hat. Grundsätzlich ist es ja so, das BlackBerry Playbook kommt ja schon mit so einer Fließtasche. Der Punkt ist aber der, dass die zuweilen ein bisschen unpraktisch ist, wie ich finde. Man muss das da immer so rauspellen und dann da auch wieder reinschieben. Ist zwar schon mal ganz nett, dass BlackBerry daran gedacht hat, uns eine Hülle, oder beziehungsweise den Käufern eine Hülle zu geben, aber so richtig das Wahre ist die nicht. Deswegen habe ich mich mal hier, habe ich mir diese hier mal gekauft. So, mal schauen, da ist also so ein Inlay. Da legt man das dann so rum rein. So, okay, das liegt hier ganz gut. Hier ist jetzt so eine Umrandung, die das Playbook schützt. Hier unten die Anschlüsse sind frei. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob es da noch in die Docking Station passt mit dieser Hülle. Und hier oben die Tasten, hier ist der Power-Button, ne? Der ist dann, lässt sich dann übrigens besser bedienen, stelle ich gerade fest. Hier die Laut-Leise-Taste, beziehungsweise Vor-Zurück und die Play-Taste. Die die Mikrofone sind frei und der Kopfhöreranschluss ist ebenfalls frei zugänglich. So, wie hält das hier? Ist das Magnet oder? Ne, das hält einfach nur so, aber es hält, na gut. Okay, also da... Schade. Also okay, das hält zwar durchs Eigengewicht, aber es geht auch relativ schnell auf. Da wäre es natürlich besser gewesen, wenn man hier irgendwie einen richtigen Verschluss gehabt hätte. Okay, gut. Aber die Hülle kann ja noch was. Sie kann also halt so benutzt werden. Dann kann man hier sein Playbook anschalten und ganz normal benutzen. Oder halt eben natürlich auch so. Oder man klappt es so ganz um und kann es nutzen. Oder, was ich auch noch ganz praktisch finde, man kann es so hinstellen. Ne? Hier so in zwei Stufen, hier sind zwei so kleine Arretierungen drin und dann hält das ganz gut und man kann halt dann das Playbook zum Beispiel im Zug vor sich stellen und dann einen Film schauen. Hier übrigens auf der Rückseite, die Kamera ist natürlich auch ausgespart. Ja, kurzes Fazit, also grundsätzlich nicht schlecht die Hülle, wäre natürlich jetzt irgendwie ein Stück cooler gewesen, wenn hier irgendwie ein Band drum wäre, dass das zusammenhält. Oder ein kleiner Magnet, aber okay, ich denke, das tut so. Also ich werde die auf jeden Fall behalten, bin zufrieden damit. Das Material ist, wie gesagt, ein Kunstleder, fühlt sich ganz gut an. Hier ein BlackBerry-Logo, hier der BlackBerry-Schriftzug. Ist völlig okay.